Mit einer feierlichen Veranstaltung ist in Recklinghausen jetzt der Festische Preis für Menschen mit Ideen verliehen worden. Landrat Kai Sübergrüb ehrte 4 Initiativen und Bürger, die sich ehrenamtlich im Bereich Sport einsetzen. Zu den Preisträgern gehört der Verein Dorsten Hart, der seit 25 Jahren eine für Kinder kostenlose Sportplatz-Olympiade ausrichtet. Außerdem wurden Bürger geehrt, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagieren oder Sportangebote für Menschen mit Behinderungen geschaffen haben.